Intersektionalität hat mir dabei geholfen, meine eigenen Lebenserfahrungen besser verstehen und einordnen zu können, also in einen größeren Kontext, und hat mir dabei geholfen zu verstehen, dass meine Erfahrungen kein Einzelfall sind. Mir hat das Konzept von Intersektionalität geholfen, zu verstehen, dass einzelne Perspektiven nicht ausreichen, um die strukturellen Ebenen von Ungerechtigkeiten greifen zu können. Das bedeutet für mich, dass ich ein Bewusstsein entwickelt habe für unterschiedliche Lebensrealitäten und auch Perspektivenvielfalt, gleichzeitig auch ein Anrecht auf Selbstbestimmung und Empowerment. Für mich bedeutet Intersektionalität auch, dass ich eigentlich nichts weiß im Sinne von, dass ich nicht alle Diskriminierungsmechanismen gleichermaßen auf dem Schirm habe. Als Moderatorin bei Erklär mir mal ist es mir sehr wichtig, meine Redegeschwindigkeit, Betonung und Wortwahl so zu wählen, dass den Videos gut gefolgt werden kann. Das heißt, dass ich beim Aufnehmen der Videos die Skripts so runterbreche, dass sie für jeden verständlich sein können. Das funktioniert leider nicht immer, deshalb bin ich auf die Rückmeldung der ZuschauerInnen und Menschen aus dem Team angewiesen. Intersektionalität hat mir auch dabei geholfen, meine eigenen Privilegien besser hinterfragen zu können und zu verstehen, dass es ein endloser Prozess des Scheiterns und Neulernens ist. Für mich bedeutet Intersektionalität, so viele Perspektiven wie möglich in die Skripts einzubeziehen. Natürlich versuche ich bei meiner Recherche, so gut es geht, mich einzulesen in die Themen. Es wird aber immer Menschen geben, die ein besseres Verständnis davon haben, durch ihre Lebensrealität oder durch ihre Berufe oder die Expertise, die sie sich seit Jahren aneignen. Und deswegen werden unsere Skripts von mehreren Personen aus der Supervision und aus der Produktion und von weiteren Menschen aus dem Team gegengelesen und korrigiert und durch Expertinnenbeiträge bereichert. Da Instagram eine sehr visuell basierte App ist, ist es halt natürlich nicht für viele NutzerInnen zugänglich genug, und wir versuchen daher zum Beispiel unsere visuellen Inhalte mit Kontrasten, die Kontraste zu erhöhen, und das heißt zum Beispiel zwischen Schrift und Hintergrund oder bei Grafiken und Illustrationen. Und ergänzend dazu gibt es halt noch die Alternativtextfunktion bei Instagram, da tragen wir sozusagen die Bildbeschreibungen ein oder halt auch die Texte selbst, damit sie halt von Bildschirmleser, das ist so eine Funktion im Handy selbst, und die wird dann vorgelesen und somit unsere Inhalte ein bisschen zugänglicher auf jeden Fall gemacht. In unserer Arbeit als Produzentinnen bedeutet das für uns, dass wir bei der Zusammenstellung des Teams darauf geachtet haben, möglichst viele Perspektiven und möglichst viele Expertisen vor und hinter der Kamera zu haben. Dementsprechend bringen wir super viele Ressourcen mit. Was uns allerdings fehlt, sind Strukturen, an die wir anknüpfen können, die unsere Arbeit nachhaltig machen und unsere Arbeit auch stärken und nicht dazu führen, dass wir uns selbst ausbeuten.